Grüß euch, ich bin der Stefan Haas. Wir sind heute am Grundlsee und werden mit dem Bad Ischler Gewürzsalz ein wunderbares Rezept kochen. So, dann gehen wir zum Folienkartoffel. By the way, es gibt Folienkartoffeln in alle Größen und alle Formen. Ich habe mich bewusst für eine sehr unförmige Form entschieden. Ich mag das, wenn nicht alles immer gerade und schön ist, sondern wenn es einmal direkt so ausschaut wie die. Das ist ein sehr, sehr schönes Exemplar an Folien-Süßkartoffel, wie wir gleich sehen werden. Und zwar ist diese Kartoffel für zwei Personen gedacht, deswegen die Größe. Wir nehmen die her. Dann reißen wir ein bisschen Alufolie ab, nicht zu knapp. Upp. Legen wir das da mal auf. Und dann wird diese Kartoffel mit einem scharfen Messer halbiert. Muss man ein bisschen aufpassen, weil das natürlich gar nicht so einfach ist. Aber wir sehen, geschmacklich sie auf jeden Fall auszahlt. So. Und zwar platzieren wir den Erdäpfel da jetzt auf der Folie. Nehmen das Salz her, auch nicht zu knapp bitte. So, da, genau. Dann kommen ein paar Tropfen Olivenöl dazu. Ich verwende irrsinnig gerne Olivenöl. Wer das nicht so gern mag, kann auch Sonnenblumenöl nehmen. Oder auch ein Rapsöl. So, und dann gehen wir her und setzen das so wieder zusammen. Weil das kommt nämlich dann über Nacht in den Kühlschrank. Der Trick ist der, wenn das über Nacht fürs morgige Grillen dann durchzieht, dann kriegen wir noch ein bisschen besseren Geschmack raus. Und zwar rollen wir das dann so zusammen. Wie gesagt, nicht zu knapp mit Folie. Ich leg das Ganze dann nämlich direkt in die Glut. Und da kann ruhig ein bisschen Folie dazwischen sein. So, schaut so aus. Das gebe ich jetzt in den Kühlschrank und morgen kommt es auf den Griller.